So, Shalom, Agabe Shalom, NTU, Neutestamentliche Umkehr, Halleluja, preis dem Herrn. Ein Video hier oben vom Fernsehturm Klebron aus dem Studio 98,2. Cooler Name, was mir da heute gekommen ist. Ja, ihr seht mich leider noch nicht, das wird aber noch besser werden, wenn dann die Lichtströme hier richtig fließen. Ja, diese Serie wird eine ganz besondere Serie und ich versuche mal jetzt irgendwie in den Anfang reinzukommen. Ja, warum Studio 98,2? Ich habe mich heute auf die Waage gestellt und seit langer Zeit habe ich mal wieder 98,2, bin ich unter die 100 runter. Das sind wahrscheinlich noch keine echte 100. Ich habe da so eine Billig-Personenwaage von irgendeinem Discounter Rossmann. Ja, und die zeigt mal das, mal jenes an, aber sie hat heute Morgen, siehe da, 98,2. Und da werde ich auch die nächsten Tage voll wirklich auf eine tatsächliche 98,2 runterkommen. Ja, das sind so ungefähr Minimum 15, 16 Kilo, was ich abgenommen habe. Ich habe mich vorher, da habe ich keine funktionierende Personenwaage gehabt, und zwar Lockdown, also vor knapp einem Monat. Seither strampel ich jeden Tag hier hoch zu meiner Verheißung. Ja, da habe ich schon mehrere Videos gedreht, muss ich mal einfach anschauen. Und es war einfach dran. Ich habe so die Freude, so die Kraft dabei gehabt. Es war eine Herausforderung, weil mein Fahrradmaterial da jetzt nicht wirklich der. Ein Hinterrad war schon hinübergegangen, also eine Felge hat schon gekostet, ja, und so weiter. Ein paar Schläuche doch auch, beziehungsweise Reparaturen und ein Mantel, ja. Und ich wollte eigentlich jeden Tag hier oben auch ein Video drehen, ja, einfach weitermachen, aber es war so kalt. Dass ich so abgefroren war, wo ich dann hier oben war, dass ich schnell den Berg runtergefahren bin immer. Ja, da fahre ich ja dann die Landstraße runter, das geht dann schnell. Ja, so, und ich will mich jetzt in nächster Zeit ganz stark mit dem Petrus beschäftigen. Warum sage ich gleich in dem Video? Ich habe mich die letzten Jahre, ist der Paulus so ein persönlicher Freund auch geworden, weil der mir so liegt, der lässt sich leicht zu lesen, also zumindest für mich, ja, habe mich da die ganze Jahre durch hineingelesen, Korintherbrief, selbst ein Römerbrief, weiß noch ganz genau, mein damaliger Bibelschullehrer, der ersten Bibelschule, wo ich war als Schüler, 1983 bis 86, der Paul Auster. Da hatten wir in einem Semester unter anderem den Römerbrief und da hat er gesagt, ja, der Römerbrief wäre das schwierigste Kapitel, am schwierigsten zu verstehen. Ja, und er hat, ich glaube, mit der Geschichte hat er angefangen, ja, hat versucht, das Geistbewusstsein zu erklären. Und da hat er eine tolle, für damalige Verhältnisse und die Erkenntnis, wie weit man damals war, wie auch immer. Und da hat er ein Beispiel gebracht, da waren welche mit dem Sportflieger unterwegs und dann haben sie Benzin gerochen und haben sie hinter sich geschaut und da war da eine Ratte, die an der Benzinleitung geknabbert hat, schon, die war schon ein Stück weit, also war schon angeknabbert, da kam schon Benzin raus und das hat ja wohl geschmeckt, dieser Ratte. Und die wussten, wenn die jetzt die Ratte da wegziehen von diesem Benzin, dann beißt die sich da in den Schlauch rein und dann gibt es eine Unterbrechung und das wäre nicht gut gekommen. Also was haben, und die haben gewusst, dass Ratten sehr viel Sauerstoff benötigen und dann sind sie einfach höher geflogen. Sie haben den Flieger mit Vollgas sind so hoch geflogen, wie die Maschine nur gebracht hat und dann ist die Ratte da eingeschlafen sozusagen und ist dann irgendwann mal tot runtergefallen.
Und dann waren, und das hat ihnen das Leben gerettet. Und so hat er das so versucht, den Römerbrief zu erklären, ein bisschen, ja. Aber ich muss sagen, das war ehrlich und es war einer der besten Lehrer. Das nützt nichts, wenn du dich da in was reinpeitschen tust, wo dir noch nicht so offenbar ist und du verkünstelst dich und tust dich da verklemmen, verdrehen. So, aber das ist jetzt bei mir und durch die neue Schöpfungslehre sind wir heute viel, sehr viel weiter im Geistbewusstsein. Und so wurde durch die Jahre der Paulus, weil er auch am ausdrucksvollsten über das Geistbewusstsein, die Geistesgaben und so redet, ja, und habe ich mich so in sein Dings ein bisschen so reingelesen und reingearbeitet und vor allem aber auch, weil er die Agape so klar hervorhebt und stellt, ja. Ja, also da habe ich jetzt noch kein, noch, also für mich ist das, was der Paulus über die Agape, die Gotteskraftliebe, ja, Verschmelzung mit Jesus Christus ist ja damit gemeint, da ist der Apostel Paulus für meine Begriffe ist mir am verständlichsten. So, und der Petrus, der hat mich auch schon auf andere Art und Weise in seinen Bann gerissen. Ja, und letztendlich hat er mich jetzt richtig voll in seinen Bann gerissen, als der Georg Karl, das wird jetzt ungefähr 4 Wochen her sein, so genau am Sonntag, vielleicht vor 4 Wochen in der Sonntagspredigt, die Bibelstelle 1. Petrus, ich lese es gerade mal vor, das gleich, 1. Petrus 5, Vers 5, das ist gleich auch interessant, die Zahl 5 steht ja für Gnade, ja, das, also das passt da, das ist schon der Hammer. So, und da steht in Vers 5, desgleichen ihr Jüngeren seid untertan, den Ältesten allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut. Haltet fest an der Demut. Wow, so habe ich es noch gar nicht gelesen. Festhalten an der Demut. Haltet fest an der Demut, an der Demut, denn Gott widersteht den Hochfertigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt nun, so Vers 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass er auch erhöhe, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle Sorgen werfet auf ihn, denn er sorget für euch. Luther 1545er Übersetzung. Ja, nebenbei. Und der Georg Karl zitierte jetzt nicht den Vers 7, aber die vorgehende Verse, wo es um Demut geht. Und das hat mich in dem Sinne so ergriffen, dass ich gesagt habe, Moment mal, 1982, da hat mich unter anderem dieser Vers, der Vers 7, aber dieses Kapitel, ich liebe es, Dinge im Zusammenhang zu lesen, deshalb Personen im Zusammenhang zu kennen, zu studieren, ja, wie das genau war mit dem Petrus, ja, wenn du siehst, in Apostelgeschichte, da werde ich in dieser Serie auch tiefer reingehen, ja, werde auch den Morgentau, die Apostelgeschichte, nochmal hinzuziehen in diesem Studium, ja, wenn du das siehst, weil die haben ja, Kranke, ich habe das so in anderer Form in Südkorea auf dem Gebetsberg vom Dr. Yonggi Cho, die größte Einzelkirche, der hat allein 1 Million Mitglieder in Seoul, habe ich das auch so ein Stück weit miterlebt, wie sie ihre Kranken in die Gottesdienste hinein, in Baren hineinbrachten. Vor allem auf dem Gebetsberg erlebst du das, dort mit den Kranken übernachten, ja, und so lang beten und proklamieren und was auch immer, ja, bis dass die Person war eine Frau, es war wahrscheinlich ihr Mann, ja, der da bettlägerig, das hat mich so begeistert, wie in welcher Hingabe, wie da unkompliziert Evangelium praktiziert wird, das war eine richtige Ermutigung. Ja, und der Petrus, seine gesalbten Tücher der Schatten, die haben Kranke auf die Gasse gelegt, ja, mit der Hoffnung, dass Petrus durch diese Gasse läuft und der Schatten von Petrus,
diesen Kranken trifft, damit er vom Schatten seiner selbst, wie man so schön sagt, weiß nicht, ob das jetzt da reinpasst, ja, dass er vom Schatten, dass er selbst vom Schatten diese Person geheilt wird, ja. Und in diese Konstellation, in diese Herrlichkeit werde ich hineinkommen. Ich bin mir das ganz sicher. Ja, das ist mein Streben, das ist mein Ausharren. So, und jetzt liest der Pastor Georg Karl diese Bibelstelle, 1. Petrus 5, Vers 4 und 5 und 6 vielleicht auch noch, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Verse er zitiert oder gelesen hat, ja. Und dann ging es in meinem Kopf, halt, Moment mal, das ist doch der 1. Petrus 5, ja, und dann kommt der Vers 7, ja, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. 1982 mit einem zerfetzten Gesicht, Schädelbasisbruch, Unterkieferbruch, Nasenbeinbruch, höllische Schmerzen, Morphium bekommen, ja. So lag ich da in Heidelberg, zuerst im Gesundbrunnen, das gibt's jetzt nicht mehr, ist abgerissen inzwischen, aber nicht jetzt wegen mir. Und dann haben sie mich verlegt nach Heidelberg, lange Rede, kurzer Sinn, ich war erledigt sozusagen, ja, mein Kopf war erledigt, zerfetzt und in den ersten 6 Monaten noch auf beiden Augen blind, ja. Und da sind mir zwei Bibelstellen eingefallen. Einmal 1. Petrus 5, Vers 7. Werfet alle eure Sorgen. Und da ist das griechische Wort, ich weiß es nicht, also auswendig weiß ich jetzt nicht das griechische Wort, aber das griechische Wort hat die Bedeutung, Peter Wenz hat einmal ganz stark drüber gepredigt, vor einigen Jahren schon, ja. Und das griechische Wort hat die Bedeutung wie Abfall. Deine Sorgen sind vor Gott Abfall. Corona-Theater ist vor Gott Abfall, ja, nur wir machen das Monstrum draus, ja, ich bin der totalen Überzeugung, können andere denken, wie sie wollen, ich bin der totalen Überzeugung, dass wenn wir das im Glauben greifen, und du kannst es auch als Einzelperson im Glauben greifen, dass das, was so an Christi statt, ja, also, sorry, was für ein Zeugnis ist das, ich will niemand zu hart, aber auch niemand zu weich sonst was treffen. Kann jeder seine Sache, wie er damit umgeht, was ich da jetzt da reinwerfe. Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht die Bibelstelle auswendig, aber es steht ganz klar drin, dass wir an Christi statt hier auf. Jedes Kind Gottes lebt hier an Christi statt. Ja, und jetzt stell dir mal vor, Jesus wäre jetzt hier, oder zu Jesu Zeiten wäre so eine Pest ausgebrochen. So eine Epidemie, wie sagt man, ja, Epidemie ausgebrochen. Ja, und der Sohn Gottes fängt sich Corona ein. Es wäre theologisch wahrscheinlich gar nicht möglich. Interessante Frage. Ja, ja, und so weiter. Und durch sein Atmen steckt sich seine Mutter, seine Geschwister, sein Nachbar, keine Ahnung. Das wäre interessant. Interessante Fragen, was einem da so kommen. Ist ja interessant, oder? Ja. Aber wir sind an Christi statt. Das möchte ich sagen. Also geht ja das auch nicht. Ja. Ich will hier niemanden treffen, der jetzt vielleicht auch Angehörige, Kinder Gottes hat. Ja. Die, wo vielleicht auch verstorben sind schon an Corona, wo das vielleicht im Glauben noch nicht so gegriffen haben. Ich habe Dinge im Glauben schon gegriffen und da gibt es aber auch Dinge, die habe ich nicht gegriffen. Da bin ich noch nicht so weit im Glauben. Da bin ich noch nicht mal am Anfang, da bin ich nichts. Ja? Wenn irgendwas in meinen Zähnen ist, dann heule ich rum und renne zum Zahnarzt. Ja, und der weiß schon, dass er seinen Betäubungskasten wieder leeren muss, wenn ich komme. Ja, dann kommt er da grinsend an und ja, und dann bin ich 3 Tage weg. Nee, so schlimm ist nicht ganz, aber fast, ja. Alles, was im Kopf ist, bin ich. Wenn ich ein bisschen Kopfweh habe, schmeiße ich mir auch gleich einen halben Container ein. Ja, übertrieben, ja. Jetzt im Gegensatz, wo ich jeden Tag hier hochgefahren bin, kalte Füße immer gehabt, fast immer gehabt. Meine Schuhe, die ich noch eine Reserve hatte und Lockdown und dann kein Lockdown, da habe ich gesagt, Mensch, wegen ein paar Tage kaufe ich mir jetzt keine neue Boots
und die anderen, die Alten sind auch nicht schlecht, aber irgendwie, ja, und so, da, das war mir egal, ja, mehr oder weniger, da habe ich keinen, da war ich nicht so empfindlich, ja, aber irgendwie alles, was mit meinem Mundwerk zu tun hat, ja, und dann gibt es ja noch eine zweite Bibelstelle, die habe ich theologisch, das spielt keine Rolle, was du jetzt theologisch greifen kannst, was deine Seele theologisch verstoffwechseln kann, verschmelzen kann, spielt keine Rolle. Aber deine Türe, wie weit du sie aufmachst gegenüber dem Wort Gottes, das ist ausschlaggebend. Das ist die ganze Sache, ja. Und ich habe dann, und die zweite Bibelstelle war Römer 8, Vers 28. Beide Bibelstellen hat mein ältester leiblicher Bruder, immer wieder in der Jungschale, er war damals bei ihm in der Jungschale, war der schlimmste von allen nebenbei, ja. Und aber die zwei Bibelstellen, die habe ich im Kopf auswendig gewusst, weil er so oft darüber gepredigt hat, vor allem auch Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott Agapao machen, denen hat er eine Prothesis, so steht es im Griechischen drin, Prothesis vorbereitet, ja, in die er sie hineinbringt, ja, und was auch im Griechischen ausgedrückt wird, die auf die Bühne, steht tatsächlich so drin im Griechischen, die Bühne, denen, die auf die Bühne der Agape, da muss ich wieder ganz neu, das muss ich wieder ganz neu bewusst machen, man vergisst, man mit vielem anderen vernachlässigen wir solche ausdrucksstarke, solche Kraftquellen des Wortes Gottes, wo so tief gehen, wo, ja, das ist echt der Hammer. Ja, es ist nicht deine Kraft, es ist nicht deine Liebeskraft, da steht auch nichts von Liebe, von Filio, keine Ahnung was. Nein, da steht von der Agape, wenn du auf die Bühne dieser Christusverschmelzung in diese Ebene hinein entscheidest, ja, dann hat Gott eine Prothese schon vorbereitet und es muss dir dann zum Guten, zum Allerbesten dienen. Und da war ich mit einem zerfetzten Gesicht, ja, und zum ersten Mal bei meiner Bekehrung, da war ich 3 oder 4 Jahre, habe ich auch in der History, glaube ich, einmal, kannst du über Facebook oder auf YouTube, Kanal, ich vergesse immer meine Passwörter, da komme ich nicht mehr rein, kenne mich da nicht so gut aus mit dem ganzen Zeug, sieht man ja hier in diesem Superstudio, hier jetzt wird es auch doch schon wieder Nacht, muss ich mich beeilen, ja, so, und dann habe ich, wo bin ich jetzt stehen geblieben, ja, und diese zwei Bibelstellen, die Bibel, das Wort Gottes, verliert ja nicht, wenn du in ein Auto einsteigst, oder deine Frau oder jemand anderes mit einem Auto fahren lässt, verliert es ja nicht an PS-Stärke. Ja? Ich hatte genau die gleiche PS-Stärke. Ja? Und so ist es mit dem Wort Gottes, ob du das verstehst, schlechtes Beispiel, macht aber nichts. Ja. Oder ob du das Rezept verstehst, was da jetzt vor sich geht, spielt da keine Rolle. Du musst das in der richtigen Abfolge das Zeug da reinschmeißen, rühren zur richtigen Zeit, lang genug rühren und so weiter und so fort. Und dann wird es was, ja, in der Regel, ja. Und so habe ich dieses Rezept angenommen, im Glauben, obwohl ich theologisch so viel wie überhaupt nichts begriffen habe, spielt keine Rolle, wie gesagt, und habe zu Gott gesagt, so, ich wage es nochmal den Schritt, mach den Sprung in das kalte Wasser und sage ganz ja zu dir, Gott, ohne Bedienungen, ohne nichts, ohne alles. Und das hat mein Leben so um 180 Grad herumgedreht, ja, dass ich wahre Demut gelebt habe. Die Wochen, Monate, Jahre dann mehr oder weniger, dann ist wieder abgeflacht. Religion hat mich wieder einkassiert. Das werden wir alles behandeln. Ja, was dann die Schwierigkeiten, wie du diese Ebene auch hältst, ja, das ist ja das Wichtigste. Nicht nur, dass du dich in was rein entscheidest, in den Flieger hinein entscheidest, du musst ja dann, so wie die beiden da, musst ja dann auch richtig umgehen, sonst bist du erledigt, ja. Sonst bleibst du lieber gleich am Boden unten und laufst dein Sach.
dauert 100 Mal länger wie mit dem Flugzeug, mit so einem Sportflieger oder sonst was oder auch mit dem Auto. Aber du kommst nicht zu Schaden, wenn du mit dem Auto oder dem Flieger nicht umgehen kannst. Ja? So, und weil ich jetzt mich auch mit der Person weil ich das schon 5-mal brachial erlebt habe, und jetzt muss ich anfangen zu zählen, Moment. Also ich bin schon 5-mal brachial in diese Herrlichkeit von einer Millisekunde auf die andere, in diese Ebene, nicht nur Sonntagmorgen, sondern einmal hat es 3 Monate lang gedauert, kontinuierlich in der Herrlichkeit Gottes gewesen, egal wie ich aufgestanden bin. Da war kein Fastenzeit, nichts gegen Fasten. Ich habe das Daniel-Fasten, ganz großer Segen. Ja, das hat auch mit dem Abnehmen mit zusammen zu tun. Ja, ganz, ganz, ganz großer Segen. Ja, es ist nichts gegen Fasten. Ich rede nicht gegen Fasten hier. Aber ich rede von den Geschenken, von dem, was ein Geschenk ist, von dem, was du jederzeit, an jedem Ort, überall kontinuierlich leben kannst, aus dem Zoe, aus dem Herrlichkeitsleben Gottes heraus leben kannst, von dem rede ich. Ja, so, das war einmal die Bekehrung mit 3 oder 4 Jahren. Dann hat mich Religion einkassiert. Das werde ich noch, da werde ich auch noch näher drauf eingehen. Und ich kam im Teenageralter mit 14, 15, das war so krass. Ich habe als Kind beschlossen, wenn ich 18 bin, kaufe ich mir eine Wumme und lege meinen Vater um. Ich habe so einen Hass, das ging über Jahre sogar, habe so einen Hass auf meinen Vater, meinen leiblichen Vater gehabt. Das hat sich dann natürlich gelegt und so weiter und so fort. Und durch die neue Entscheidung 1982 war das sowieso erledigt, ja. Aber ich hatte da schon, das war schon heftig, ja. Und bin dann meine erste Rebellion als Teenager. Dann kam 1982, dann bin ich auf die Bibelschule gegangen. Dann kam noch eine Rebellion. Da kann die Bibelschule nichts dafür, das war meine Entscheidung. Und so ging das so weiter. Ja. Und ich habe das 4-mal verloren. Und der letzte Durchbruch dieser Art war 2004. Ich war immer Kind Gottes. Seit dieser Entscheidung als Kind bis heute hatte ich immer den Status als Kind Gottes. Ja. Da geht es nicht um die Erlösung. Es ging bei mir nicht um Abfallen, weg von Gott, nicht mehr Kind Gottes sein und dann wieder Kind Gottes sein. Um das geht es hier nicht. Nein. Ja. Und ich habe das aber, dieses Zoe-Leben, dieses Herrlichkeitsleben, immer wieder verloren. Durch Religion, über Begriff, durch Gedanken, Leistungsevangelium. Man kann auch sagen, Religion/Leistungsevangelium. Jegliches Leistungsevangelium ist Religion. Ja? Mit Leistungsevangelium drücke ich aus, deine eigene Leistung. Da reicht Sauerteig schon aus, Feierabend bist du im Leistungsevangelium mehr oder weniger drin. Ja, so. Und Gott kann nur noch, ja. Und dann habe ich, wie gesagt, 2004 in der Marunda Highway, meinem zweitältesten Bruder in Australien, habe ich wieder so eine Komplettentscheidung, nenne ich es auch unter anderem, eine Komplettentscheidung für Jesus Christus. Ich habe den, kann ich auch kurz erzählen. Da kam der Film, wo der Richard Gere mitspielt, wo so umstritten war. Weiß es gar nicht, den Titel weiß ich jetzt gar nicht, die Kreuzigung Jesu, wo in Hebräisch, Armenisch, also die, wo auch die Sprachen, die damals gesprochen wurden, mit Untertitel, der Untertitel war dort in Australien eher in Englisch, und und als der rauskam, der kam, glaube ich, ziemlich zeitgleich wie in Amerika, ein bisschen früher wie in Deutschland raus, und die Gemeinden dort haben große Evangelisationen gemacht und im Kino und haben ganze Kinos gemietet. Und da bin ich auch mitgegangen, habe mir den angeschaut, vorher schon, ja, also habe ich mir das auch bildlich vorstellen können. Und ich habe da etwas mit meinem leiblichen Bruder
zu besprechen gehabt. Und ich glaube an die Wunder, an die Heilungskraft, absolut, absolut, sage ich euch. Ja. Und wir waren da in seinem T4, war das glaube ich damals, im roten VW-Bus. Und habe ich ihn unterbrochen und habe ich zu ihm gesagt, Siegfried, wenn du mir ein Patentrezept hast, wie ich alle meine Verletzungen loswerde, ich hatte damals ein richtiges fettes Paket an Verletzungen, Erniedrigungen und ich weiß nicht was alles, selbstverschuldet, fremdverschuldet, keine Ahnung, alles Mögliche, ja, so, und das mache ich sofort. Ich habe auch gleich die Antwort, der Geist dieser Welt, der will alle Türen offen. Ja, ich weiß nicht, schauen wir mal, verschieben wir auf den nächsten Tag. Nein, ich habe gesagt, das war mir so wichtig, war mir so ein Hammer damals, wenn du ein Patentrezept hast, wie ich alle meine Verletzungen loswerde, das mache ich sofort. Und dann haben wir unsere Sache weitergeredet, dann hat er unterbrochen und dann hat er gesagt, das Kreuz Jesu, ja, eigentlich das, was da in 1. Petrus 5, Vers 1, Vers 7 drinsteht. Und da habe ich innerlich, hat meine Seele aufgebrüllt, geschrien. Innerlich habe ich natürlich nicht in dem, ja, habe ich für mich innen drin behalten. Und meine Seele hat geschrien, innerlich. Jetzt erzählt er der gleiche Scheißdreck wie der Yonggi Cho. Yonggi Cho hat ein Beispiel. Ich war kurz zuvor in Seoul, habe da Zwischenstopp gemacht und war auch auf dem Gebetsberg da, damals mehrmals und auf dem Rückflug vor allem, ja, aber auch schon auf dem Hinflug und da hat der Yonggi Cho mittwochs vor Weihnachten die Bude, der Hauptsaal total komplett voll, musst du dir mal vorstellen, mitten in der Woche, wo er lebst, in Deutschland mehrere 10.000 Leute. Ich glaube 30 oder 50.000, was da reingehen. Und dann hat er ein Beispiel erzählt von einem jungen Mann, verheiratet, ohne Job, Frau, Alkoholikerin. Am Ende vom Gespräch hat er diesen jungen Mann gefragt, bist du errettet? Hast du die Entscheidung schon für Jesus getroffen? Dann hat er gesagt, ja, habe ich. Dann hat ihn weggeschickt und hat gesagt mit dem Kommentar, dann hast du alles, was du brauchst, hat ihn weggeschickt. Und ich hab eine Wut gekriegt. Ich habe gesagt, bei allem Respekt, der hat er nicht mal. Ich habe so, das ist auch eine Holzbank, wo ich da jetzt gerade drauf sitze. Ich habe so, hörst du das? Hörst du das Kratzen? Da siehst du heute noch meine Fingernägel in der Holzbank dort. So habe ich mich da rein, also bildlich dargestellt natürlich, so habe ich da reingegriffen vor Wut, vor Entsetzen, vor keine Ahnung was, ja. Wie kommt er zu so einer Aussage? Da muss er nacharbeiten und was weiß ich was und so. Ja. Und jetzt sagt mein Bruder hier genau das Gleiche. Gut, ja, und dann habe ich mich da aufgeregt, habe wieder das Gespräch unterbrochen, also innerlich aufgeregt, dort in der Marunda Highway und habe ihn gefragt, Siegfried, wie kommst du auf diese Aussage? Hast du das aus einem Buch? Ich weiß, er hat damals zumindest viele Bücher, theologische Bücher, glaube ich, auch und so gelesen. Hast du das aus einem Buch oder von einer Bibelschule? Er macht auch Fernbibelschule und in Neuseeland da und so weiter. Ist auch öfters dann dort im Unterricht und so weiter und so fort. So, und dann und hat er gesagt, nein, Steffen, ich habe den Heiligen Geist gefragt. Ha, und jetzt? Hab ich einen Geist gefragt. Kommt von Gott die Botschaft. Kannst du von Gott genauso jetzt annehmen, ja? Und wenn du noch nicht für Jesus entschieden bist, kannst du das jetzt machen. Kannst sagen, Herr Jesus, hier bin ich als Sünder. Ich sage jetzt Ja zu dir und ich bitte dich, dass du mir alle meine Sünden vergibst. Und ich mache das gemeinsam mit dem Versprechen, dass ich täglich im Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes mir anhöre, ja, und auch lese, studiere dann später, ja, mir offenbaren lasse von dir. Und ich sage jetzt ganz klar Ja zu dir, Jesus. Zwischen Kind Gottes und im Himmel ist Party. Amen. Halleluja. Und wenn du schon länger Kind Gottes bist, aber dich im Kreis rumdrehst, kannst du es machen, wie ich den vierten Durchbruch war das. Ja, es war der vierte Durchbruch. Im Jahre 2000 in meiner Küche, meiner vorvorgehenden Wohnung, gesagt habe, Herr, hol mich heraus aus diesem Zirkel. Und wiederum gesagt habe, Herr, hol mich hier heraus aus dem Zirkel, egal was es kostet.
Und bam! In Millisekunden war ich um 180 Grad gedreht, meine Seele in einer komplett anderen Ebene drin. Das war keine Bekehrung, ich war schon bekehrt. Es war ein Neuanfang, wie man auch so schön sagt. Ja, es war eine Agabebekehrung, so könnte man es vielleicht auch eine Demutsbekehrung. Ja, ja, ich habe mich vor Gott gedemütigt und bam, zack, ging's ab. Aber sowas von ab, 3 Monate lang, jetzt bin ich doch schon in was weiß ich was, das ging so stark ab, allein durch diesen Satz, dass ich 3 Monate, ich hatte ja damals das Wort Gottes nicht, dass das alles schon, ich wusste theologisch nicht, was passiert, aber du konntest mich nicht mehr reizen, nicht im Straßenverkehr, und es war damals das allergrößte Wunder, weil fast schon nicht ganz, fast schon größer als die Auferstehung. Nee, nee, Quatsch natürlich. Ja, aber es kommt gleich danach. Ja, also wenn du mir, da war ich entweder besoffen unter Drogen, wenn ich nicht mehr aufgeregt oder wenn ich nicht mehr aufregbar war im Straßenverkehr. Und ich war für ungefähr 3 Monate, war ich so in so einem Level, und ich habe mich selber nicht mehr erkannt, verstanden, ja, weil ich wusste ja nicht, dass das tatsächlich, dass es alles in der Bibel drin steht, dass es Lifestyle ist, wusste ich ja damals nicht. Ja, und als Mann, als Frau kann man das nicht so nachvollziehen, aber als Mann, da träumst du so Heldentaten, so Herkulestaten, und da, wo ich aufgewachsen bin, war über der Straße konnte ich hineinschauen, teilweise in die Kreissparkasse. Und wir haben Traktoren gehabt, Landwirtschaft, Pferde, Schafe, alles und so weiter. Und da kamen so Heldenträume hoch in mir. Jawohl, jetzt kommt dann Bankraub, und du bist da gerade mit dem Traktor unterwegs, und dann stellst du den Traktor da so vor das Fluchtfahrzeug. Leute, lauter solche Sachen. Und dann kam diese Verwandlung, sage ich mal, diese Verwandlungsebene, diese Alien-Ebene im Jahre 2000. Und da habe ich mir, weil meine Seele war ja noch nicht so weit, die kannte ja das Wort Gottes nicht, das war ja für die total neu, totales Neuland, ja. Und du musst dir vorstellen, du wachst im Urwald, so ein Inuit wacht auf und sieht ein Auto. Ich habe Kinder in Rumänien durch die Gegend gefahren, die waren noch, die haben in ihrem Leben sind noch nie Auto gefahren. Die haben die ganze Bude voll gekotzt. Einmal, da ging das Gelächter hinten los, und ich wusste nicht, was passiert ist, und habe dann langsam getan. Man musste schnell fahren, es ging auf eine Kinderfreizeit und ich war spät dran. Und das Problem war dann folgendes: im vorderen Fenster hat die eine das Fenster runtergemacht und rausgespuckt, weil ich so schnell die Kurven bin zu schnell gefahren, da hat die spucken müssen, und die andere guckt auf Sitzreihe weiter hinten, gerade in dem Moment aus dem Fenster raus und hat alles abgekriegt. Gut, die haben das sportlich genommen und sind dann im nächsten Ort, haben wir dann zum Brunnen, also ich habe gleich angehalten, nächsten Parkplatz, und haben das Nötigste gemacht, und dann im nächsten Ort, da habe ich sogar noch Bilder irgendwo, in so einer Wasserstelle angehalten. In Rumänien ist das alles ein bisschen nicht so kompliziert, ja, und so weiter. Und für die Kinder war das lustig, die haben sich halt kaputt gelacht, lebendig gelacht, wach gelacht. Ja, und so habe ich mir vorgestellt, es ist ein Bankraub, und ich fange an zu lachen. Weil ich so voller Freude, so voller Herrlichkeit war, ja, und ich fange an zu lachen, und die verstehen das falsch und jagen mir eine Kugel durch den Kopf, weil die natürlichen Bankräuber... Musst du mal die Situation vorstellen. Es gibt da solche Hollywood-Filme, ja, und so weiter. Aber du gehst dann da und so weiter, ja. Und das hat so ziemlich schlagartig wieder aufgehört. Ich definiere das theologisch in die Richtung. Und ich glaube, dass ich da auch ziemlich richtig liege. Ja, und zwar mein Schwager in Rumänien ist in der Zeit gestorben, im Sommer, das, was ich gerade erzählt habe, das war Frühsommer. Und als ich dann entschieden habe, nach Rumänien, auf Weihnachten nach Rumänien zu fahren, um meiner Stiefschwester
unter die Arme in der Kinderarbeit zu greifen und ihr zu helfen, dann wurde ich interessant für die Hölle, beziehungsweise das wollte die Hölle verhindern. Und ich hatte die Stabilität im Wort Gottes noch nicht. Ich kannte das Wort Gottes, was mit mir passiert ist. Und deshalb hat mich Religion, wieder Leistung, wieder nicht so wie die vorgehende Male, so schlimm und stark greifen können. Ich fiel nicht wieder in eine Rebellion hinein, wie 1987, von 87 bis 2,5 Jahre bis 89, ja, von Sommer 87 bis Jahreswechsel 89, 90, habe ich jetzt richtig gerechnet, ich hoffe, ja, so war es nicht, aber es war wieder wie im Alten halt, ja. Und wenn du das so brachial mehrmals immer wieder erlebst, ja, und das hat mich, und aus dem Grund wurde ich mir, und weil das Wort Gottes in sich selber Kraft und Herrlichkeit, Substanz, weil es lebendig ist, nicht von einem toten Gott, sondern weil es in uns lebt, in unserem Geist, hat mein Geist es aufgegriffen, meiner Seele gesagt, du hör mal zu, also jetzt vor knapp 4 Wochen wahrscheinlich, wo der Georg Hall, diese Bibelstelle, Georg Hall Glory Live in Stuttgart, kannst googeln und Livestream anhören, ist ganz genial dort und seht ihr übrigens den Mond so schön leuchten, ich finde es genial, ich habe gerade rumgedreht, ja, es ist der Mond, es ist kein UFO, ganz nebenbei glaube ich nicht an UFO, aber ich will es auch nicht ausschlagen. So, und der Unterschied 2004 zu 2000, zu 2000, zu 1989, 90, zu 1982, und wo ich mich als Kind für Jesus entschieden habe, der Unterschied dazu war, dass ich 2 Jahre später zu Markus Thiemann in die Gemeinde übernatürlich hineingeführt wurde, ja, und dort war ich bis Dezember 2013 als Mitglied, dann habe ich mich als Mitglied, warum auch immer, abgemeldet, kurz vor Weihnachten 2013 und war dann noch bis August, bis zum 8.10.2014 als Besucher dort und dann seither bin ich nicht mehr dort. Das muss man sagen, weil dort Sachen vorgekommen sind, mit denen ich nichts zu tun habe, um nicht die Verschwörungstheoretiker und Perversions-sonst-was-Erzähler da in Versuchung zu bringen. Aber diese Zeit hat der Heilige Geist benutzt, um meine Seele ich war in Neuenstadt von Februar 2000, von Anfang Februar zuerst schleppen, nicht so regelmäßig und dann immer regelmäßiger. Und von Sommer 2008, wie gesagt, bis Dezember 2013 als Mitglied und da einmal kurze Zeit auch als Ordner dort mitgearbeitet und ansonsten als Standby-Diener dort gewesen. Ja. Und das hat meine Seele gerettet. Das, was ich 2004 entschieden habe, hat diese neue Schöpfungslehre mich in die Tiefe geführt, und so hat die Seele diesen insgesamt 6, 7, 8,5 Jahre wurde die Seele im Wort Gottes so stabilisiert, dass ich das, was ich vorher entschieden habe, halten konnte. Deshalb ist das offenbare Wort Gottes, ist das so wichtig, das Wasserbad des Wortes Gottes, hier mal den Heiligen Geist, und mit dem schließe ich jetzt hier in dieser Predigt, habe den Heiligen Geist mal gefragt, wieso heißt es Wasserbad und nicht, was weiß ich, Dusche oder Waschung, dann hat er gesagt, weil eine Dusche, und für meine Seele sowieso nicht, oder nur mal so hier und da ein bisschen rumwaschen, das war alles vorher, weil das nicht ausreicht, sondern weil die Seele im Wort Gottes gebadet werden muss, nur so reicht es aus,
dass sie sich auch darin hält. Ja, in diesem Sinne, Shalom, NDU, Jesus Christus ist der Herr, Amen. Jetzt hoffe ich, meine 27 Zwetschgen zu finden. Stirnlampe habe ich ja. Shalom, Agave Shalom, Jesus Christus ist der Herr, Amen.